Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Ne? Ich habe doch mal ein paar Sachen hier gefunden, die wir machen können. Warum guckt Cloud irgendwie so da hinten irgendwo hin? Keine Ahnung. Und ja, wir befinden uns in Kapitel 17. Ich kann ja jetzt per Menü immer die Kapitel jetzt wechseln. Und ja, ich habe so einiges gemacht auf Screen. Und zwar, ich habe Stufe 50 erreicht mit dem Charakter, was das Maximum Level ist. Habe ich so nach, weiß nicht, den ersten drei Kapiteln bekommen, die ich auf schwierig gespielt habe. Und ja, ich habe das gesamte Spiel auf schwierig durchgespielt. War ehrlich gesagt nicht so schwierig. Also alle Gegner, die schon im Vorhinein irgendwie voll schwierig waren, waren auch auf schwierig genauso schwer eigentlich. Und die waren alle so ungefähr auf meinem Level und ja, mit ein bisschen gute Ausrüstung und so. Also so richtig habe ich jetzt eigentlich nicht so darauf geachtet auf alles, aber es hat irgendwie trotzdem irgendwie funktioniert. Und ja, hier Spielfortschritt, da hat sich auch einiges geändert. Manuskripte habe ich fast alle gefunden. Die meisten von denen bekommt man eigentlich nur, indem man die ganzen Storybosse auf schwierig erledigt oder einige Nebenquests hier erledigt. Also so schwer waren die jetzt nicht zu finden. Vier fehlen mir noch und die sind alle in diesem Kapitel. Also nehme ich mal an, ich muss den Kampfsimulator hier machen. Und ja, ich habe alle Kleider. Da ist auch interessant, ich habe ein paar Sachen gesehen, die wir im ersten Spieldurchlauf nicht gesehen haben, wie zum Beispiel die verschiedenen Kleider, welche irgendwie davon abhängen, weiß nicht, wie viele Quests man erledigt oder so. Und ja, Clouds Kleider, die bekommt man, wenn man verschiedene, also je nachdem, wie was für eine Anzahl an Quests man erledigt. Also wenn man alle erledigt, dann bekommt man dieses lilane Kleid, was wir in unserem Playthrough gesehen haben, und den Rest bekommst du, wenn du weniger machst. Tifas Kleid, da das bekommt man in Kapitel 2, wenn sie einen irgendwie fragt, irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt, so hey, sollen wir mal irgendwann feiern gehen, und dann müssen wir irgendwie so was auswählen, so zwischen exotisch, nicht seltsames und all sowas. Und ja, da bestimmt dann, was Tifa für ein Kleid hat. Und Aeris Kleid wird auch von Quests, ist auch von Quests abhängig, aber von dem Kapitel davor. Also je nachdem, wie viele Quests man da erledigt hat. Und ja, Kapitel 14, allerlei Entscheidungen. Das ist so eine Szene. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber als bevor wir los waren und Aeris zu retten, haben wir so eine kleine Cutscene gesehen, wie die uns so als Geist erschienen ist. Und da habe ich beim zweiten Durchlauf irgendwie tiefer gehabt. Also nehme ich mal an, man kann da auch noch irgendwie Bird haben und ja, weiß ich nicht. Das hängt aber nicht mit Trophäen und sowas alles zusammen, wo ich übrigens sehr nah dran bin, die Platin-Trophäe zu holen. Also ja, deswegen interessiert mich das jetzt nicht so ungefähr. Gegner fehlen mir noch für Stück. Wenn wir in diesen Part hier kriegen, und ja, ich würde sagen, ich tue ich noch ganz kurz hier. Ach ja, zwei Waffen haben mir auch noch gefehlt. Das war hier der Mega-Handschuh. Dieser eine, den habe ich bekommen, indem ich hier, weiß nicht, wo Tifa sich hier so ein bisschen am Rumhangeln war, hier, als sie in diese Schalter da rein musste, in diesen, wo diese Barriere war und man musste darüber klettern und so. Da war irgendwie eine Truhe, die ich verpasst habe, und da war da drinne. Und hier Herzensbrecher für Barrett, den habe ich bekommen. Wo habe ich den noch mal herbekommen? Habe ich jetzt vergessen. Ach ja, was war noch mal der Präsident? Ein Hoch auf den Präsidenten, der Typ, ja, irgendwie den sein Assistent hat uns hat für 10.000 Gil verkauft. Und ja, dort war es eigentlich. Ist relativ Standard hier, alle heilen, wiederbeleben habe ich ihnen gegeben. Viel TP und MP Boost habe ich ihnen gegeben. Feines Können, Barriere, bla 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 bla. Ich weiß noch nicht, mit was ich hier reingehen werde. Ich glaube, ich kann auch gar nicht auswählen, ne? Bei dem, was ich jetzt hier mache. So. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier rein. Der Typ hier, Chatley, der wartet hier auf einmal auf uns. Und wir können jetzt hier einige Sachen machen. Und zwar VR-Mission. Und zwar Barmut. Nachdem ich 19 Kampfberichte erledigt habe, was eigentlich nur bedeutet, dass ich wiederbeleben noch meistern musste, war glaube ich das einzige, was mir noch gefehlt hat, habe ich das hier freigeschaltet. Wir können jetzt gegen Barmut kämpfen und den auch hoffentlich dann freischalten. Also ja, machen wir halt mal in diesem Part, ne?
Beschreibst du in einer Gruppe von 3 Mitgliedern, wähle ein Gruppenmitglied aus, das nicht an der Mission teilnehmen wird. Ah, okay. Ich würde sagen, Tifa kann man weglassen. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Und dann machen wir Bahamut fertig. Der wird uns wahrscheinlich noch nützlich sein. Alles klar. So, wir spielen übrigens auch schwierig, weil so kann ich nur irgendwie einige Sachen machen, die mir noch fehlen. Ja, schwierig ist, wie gesagt, nicht so unglaublich sehr viel schwieriger wie sonst auch der Rest, finde ich. Und ja, ich tue mal wieder ballern. Ich habe irgendwie was herausgefunden. Aha, er lässt mich das jetzt natürlich nicht zeigen, ne? So. So, Cloud hat jetzt hier alle heilen und so, deswegen. Er hat gebeten nämlich. So, ich mach mal maximal stehen, wie will. Oh mein Gott, ich kann halt nicht zeigen. Okay, mach ich das ein andermal. Im nächsten Part. So, mit Eris setzt mal Gebet ein. Trotzdem keine MP, welche sehr witzig wichtig sind. So, oh nein, der setzt den Counter ein. Ich weiß, was das bedeutet. Der König der S-Bahn setzt seinen Mega-Player ein. Gegen das Ding haben wir ja mehr oder weniger schon gekämpft, ne? Diese Mäuren, die haben sich irgendwie in so eine Version davon verwandelt. Mach mal Schockschuss vielleicht. Das ist so gemacht. Ja, läuft ungefähr genauso, wie ich mir vorstelle. Also ich komme nicht an den heran, glaube ich. Ja, diese blöde Aura um sich rum. So, hier setzen wir magischer Diener ein. Ich eigentlich schon alles. Hier irgendjemand hat eine Wiese, glaube ich, von euch. Ja, genau, du machst mal Eisaura. Du hast Analyse. Feines Können habe ich ehrlich gesagt nicht so oft benutzt, aber also nicht. Irgendwie habe ich noch nicht den Gegner gefunden, der mir die letzte Feines Können Fähigkeit gibt. Oder Countdown geht nur sehr langsam hoch. Keine Ahnung. Man muss nicht in jedem Final Fantasy gegen Bahamut kämpfen, aber meistens, wenn man gegen ihn kämpft, da hat er immer seinen Countdown. So. Übrigens herausgefunden, diese Angriffsform, zu der Cloud wechseln kann, unglaublich hilfreich ist. Geblockt, ha. Kann man sich fast überall durchboxen. So, und wir können jetzt einfach mit Eris hier heilen. So, ich da jetzt mal hin. Nee. Wenn man nämlich mit Barrett ballert, dann im richtigen Moment 3 drückt, dann er tut ja immer nach einer Salve, die er abgefeuert hat, hier nachladen seinen Gewehrarm. Ne? Wenn man da im richtigen Moment 3 drückt, dann tut er in dem Moment auch noch mal nachladen. Was nicht schlecht ist, das ist sozusagen, man Zeit spart, weil wenn einmal so eine Combo einsetzt hier, so eine Salbe, dann tut er ja so oder so nachladen. Und da kann man dann so damit verbinden, so mehr oder weniger. Oh Gott, ich mach mal den hier. Verteidigung hoch. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Ich glaube, ich kann ihn angreifen, während er sich hier auflädt, hier, wenn er sein Ding einsetzt. Ich hoffe, das wird nicht allzu sehr wehtun. Mega Flare kann gefährlich sein in vielen Spielen, weil er macht uns jetzt nicht so viel Schaden bisher. Nicht übertreiben. Ja, gesehen. So. Ich hoffe wirklich, wir überleben das, wenn er jetzt gleich kommt. Ich muss sagen, kommt noch was. Oh, das war nicht gut. Ich muss mal Vitaga einsetzen. Wenn ein Charakter stirbt, muss ich den auch
mit Dings hier wieder leben, ne? Also mit Engel. Ich kann keine Items einsetzen. Das heißt, ich kann keinen Phönix wieder an meine Charaktere werfen. Okay. Wen haben wir denn da? Egal. Ich nehme jetzt seine Dings abgebrochen. Gott. So, oh nein, du hast nicht Dings. Du bist am Zug. Oh Gott. Oh Gott, nein. Aber das. Aber das ist sehr blödes Timing gerade. So, Gebet. Und wir heilen uns auch noch mal hier so. Ich bin bereit. Die Hälfte haben wir abgezogen, das ist auch was, ne? Verstehen, warum wir immer noch nicht mein Ding einsetzen. So, komm. Einmal rein. Huh. Ah, Tommy, da vor. Boom. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Stich. Hoch sie. Mal bitte Vitaga auch klaut. Oh nein. Der hat sich gerade hochgeheilt, glaube ich. So, Schokomoppel. Hilf uns mal. Kann ja nicht schaden. Er hat jetzt gerade an Cloud, glaube ich, hochgeheilt, als er ihn gepackt hat. Sogar 10.000 gesehen. Also 9.999. So, nachgeladen. Nachgeladen. Ja, komm ruhig auf mich. Oh, jetzt kommt Mega Flair. Das wird wehtun. Pass auf. Aber tut nicht allzu sehr weh. Oh, er ist der Barrett. Dreck. Er hat's angeklaut. Das war gerade Barrett, so viel AP, ne? Sogar auf meinen Dings gegangen. Nein, zu darauf hin. Ja, aber Barrett überlebt das nicht. Nein. Nein, geh doch mal eine Sekunde von mir weg. Boah. Ja, Barrett, Chaka. Überlebt hat schon. Dreck. Das ist doch voll unfair, ey. Gib mir doch wenigstens eine Chance mal hier. Auf zu reagieren. Ist irgendwie auch tatsächlich gar nicht gekommen. So, jetzt sind wir in einem etwas coachen Situation, Barrett. Oh, perfekt. So, jetzt kommt wir die schön wiederbleiben. Ah ja, Barrett hat auch eine neue Limit. Wollt ihr mal sehen? Die haben wir noch gar nicht gesehen, meine ich. Maximale Energie. Nein, geh doch weg. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Er ist gleich geschockt. Ja, ich muss den Schockzustand leider dafür verbrauchen gleich. So, jetzt mal ernsthaft. Das ist jetzt nicht lustig. Gerade der schlimmste Moment, um betäubt, um verstummt zu sein. Wow. Nein, nein. Oh Gott. Wow. Ah, er ist doch kacke. Und mir schon irgendwie eine Möglichkeit geben, ja auch was machen zu können. Sehr bedauerlich.
Doch beim nächsten Mal. Ja, du sicher, ich habe unsere MP immer noch verloren. Nein, Gott sei Dank. Begib dich in den oder bevor. Ja, ist ein bisschen Bullcrap hier. Jetzt. Oh, jetzt habe ich Barrett draußen gelassen. Verdammter Dreck. Na gut, versuchen wir noch mal mit Tifa, ja. Warum nicht? Oh mein Gott, das ist ja echt kacke, ja. Okay, komm. Okay, erstmal regen auf alle. Nein. Da. Eine magische Lina. Bist du von dort besser? Lass mich mal. Der wurde jetzt analysiert, oder? Stark resistent gegen alles. Da müssen wir halt jetzt hier. Hast du auch Schakan? Nee, du hast Gebet. Super. Aber wenn ich hier genug Schaden mache, dann wird er geschockt, oder? Jawohl. Vielleicht kann ich den erledigen, bevor der zu seinem Mega-Flair ansetzt. Aber guck mal, wie wenig das nur gibt. Oh mein Gott, der hat mir fast. Oh mein Gott. Ja, du hältst ja jetzt gerade schön still, ne? Okay, das scheint aber immer noch. Der Counter bleibt immer irgendwie unten. Okay, muss ich aber ganz schön schnell irgendwie abbrechen. Der wäre natürlich perfekt dann. Oh, da bin ich ein bisschen kacke. Den Angriff kannst du gar nicht ausweichen. Nein, nicht angreifen. Ich wollte weiter blocken. Oh, nein, nicht schon wieder. Jetzt gehen wir wieder auf den drauf, ne? Nein, diesmal habe ich das nicht geschafft. Er hat ja noch mehr Schaden auf einmal gemacht. Aha. Vor allem nur ich bin jetzt gerade. Oh nein. Ah, oh, das ist doch wohl Crap. So, oh, sie hat nur noch mal einen Engel. Oh mein Gott. Ja, jetzt schon wieder statt zu sein. So, ich wollte was machen hier. Gebet. Das lässt er sich nicht mehr abbrechen. Dreck. Dann von Dreck. Beim ersten Mal schaffe ich das beides hier. Oh mein Gott, bitte nicht. Barriere sollte vielleicht mal einsetzen, ich Idiot. Ne, warte mal, ich habe eine Idee. Wir waren mir noch auf. Ich merke gerade, ich nehme in dieser Aura, glaube ich, Schaden, ne? Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Irgendwas wollte ich machen. Barriere. Vorübergehend erlittenen Schaden und eine Magiebarriere. Wäre vielleicht nicht schlecht, ja.
So, komm her. So, wenn ich den jetzt nicht abbreche, ne? Zack. Weiß nicht. Setz irgendwann ein. Schock Potenzial Mittel. Nein, ich krieg den nicht. Aber ich habe den, glaube ich, abgebrochen hier, damit der hier nicht weiter sein Dings hier hochkriegt, ne? Nein, 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 nein. Oh, man kann halt sogar ausweichen. Cool. Der ist gleich aber geschockt. Komm her. Ich glaube, die Barriere wird aber auch bringen gegen seinen Mega Flair, wenn er so lange anhält. Oh. Ja. Jetzt setzt er wieder. Ah, nee, noch nicht. Ich hab die ganze Zeit irgendwie. Ich hab die ganze Zeit gedacht, der setzt immer erst seinen Schattendingen ein, seinen Schattenflair. Und dann kommt direkt immer die Aufladung, ja. Am Plan. Und schon sei geschockt. So, und dann habe ich mit Tifa noch so einen neuen Angriff, ne? Rechtschaffende Faust. Weil das Schockpotenzial voll erhöht. Nochmal bitte. Ja, manch reichen Dreck. Nein. Ich will nicht töten. Ja, der kriegt seinen Mega Flair, glaube ich, noch aus einmal. Oh. So, wir haben ja noch tiefer, ne? Letztens hat ja noch Barrett überlebt, ne? Da sollte ich vielleicht mal dran denken. Wie viel hatten er noch? Also muss ich ja erstmal wieder eine Visier, ne? Aha, aha. Und jetzt wieder bei 5? Dann schaffe ich das ja locker. Okay, cool. Warum hat denn der jetzt wieder angefangen, weil ich den geschockt habe? Aber ich kann das ausweichen. Ja, okay, ich glaube, den Kampf haben wir gewonnen. Ja, Aris, setz mal irgendeinen Zauber ein. Das sollte ich vielleicht mal öfter machen. Jawohl. Ah, okay. Ja, ich muss immer so sparsam kämpfen hier im Schwegenmodus, deswegen habe ich mir abgewöhnt, Magie einzusetzen. Das war eine heftige Schlacht. Das Aufeinanderprallen von dir und Bahamut, dem König der Esper, war überwältigend. Ja, jetzt gehört es da. Es ist auch meiner. Im Bund mit ihm wirst du Shinra vom Antlitz dieser Welt tilgen. Endlich! Endlich! Du hast tatsächlich die Daten für sämtliche Kampfberichte eingereicht. Ja. Meinen Berechnungen zufolge war eine Komplettierung nahezu unmöglich. Noch dazu in so einer kurzen Zeit. Ach. Damit endet unsere Zusammenarbeit. Die Kampfberichte wurden zwar alle abgeschlossen, aber ich habe nichts mehr mit dir zu tun, verschwinde. Ich hoffe, du wirst mich auch weiterhin unterstützen. Es geht schließlich gegen Shinra. Bird steht da nur so daneben. Gegen Shinra? Okay. Du kannst mich hier gerne jederzeit auf. Ich weiß nicht, schaffen wir vielleicht noch irgendwas. Hier gibt es noch einige Sachen, die wir machen können, vielleicht. Aber nicht in 5 Minuten, ne? Wer bekommt natürlich Barmut? Physische Stärke. Er ist elemental neutral, das ist immer was Schönes. Du bekommst mal Leviathan. Also Aris Leviathan. Leviathan, du bekommst
Wie war ich? Acht gar nicht auf die Werte, einfach nur was am besten zu jemandem passt, ne? Ifrit, so. Gucken wir mal, vielleicht schaffen wir noch hier so in 5 Minuten ein so ein Dingen. Hier sind noch so normale Sachen, die jetzt nicht so spezial klingen. Ihr Cloud versus dritte Klasse Eignungstest. Und dann jetzt zweier Team Doppel Champions und also was. Also mal kann ich nur auf schwierig machen. Dann mache ich das jetzt hier mit Cloud und dann offscreen werde ich das mit den anderen Charakteren machen. Okay, könnte schlimmer sein. So, erstmal du kannst zaubern. Oh, da war. Ja, dieser Angriffsmodus ist ganz schön krass. Finde ich. Bringt's auf jeden Fall. So, was bist du? Ach, du bist so ein Affe. Sieht das ja noch einfach aus. Schon wieder. Okay, bis jetzt ist das einfach. So einfach. Irgendwie schon. Oh nee, jetzt kommt so ein Kack. Wohl nur einer? Ganz schön, die Dinger war vorher noch nicht hier. Volle Konzentration. Den Ausweichmove sehen. Oh. Oh mein Gott, da ist er ja riesig hier. Was macht er da? Keine Chance. Ja, ich hau den einfach kaputt. Ah, schon wieder. Ja, da kommst du direkt daneben raus, ist klar. Da wollte ich gar nicht. Da kommt er aus dem selben Ding wieder raus, ey. Also, da bist du fast geschockt. Sag. Also ja, irgendwie alle Gegner, die im ersten Durchlauf voll nervig waren, waren auch im zweiten Durchlauf hier auf schwierig voll nervig. So, gegen dich muss glaube ich ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich kann nicht einfach nur kontern, ne? Ja, so viel dazu. Der explodiert am Ende, muss ich aufpassen. Geht's. Okay. So, gesagt, Spezialattacke. Oh Gott, das hat ja voll viel abgezogen. So, warte mal an. Dann mache ich wieder den hier vom Weiten und zack. Sieht das als magischer Angriff oder was? Ich könnte mir vorstellen, der ist dagegen vielleicht anfällig. Ja, ist voll einfach. Dieses Haus, gegen das wir gekämpft haben, Kolosseum, das war unglaublich schwer, weil halt immerhin so ein Unbesiegbarkeitsmodus gegangen ist und du musstest die Arme von dem Ding treffen und das habe ich überhaupt nicht hingekriegt auf schwer, ey. Der hat halt immer für eine Sekunde irgendwie draußen gelassen und war voll ohne Ende nervig. Oh du, okay, ich habe mir halt jetzt sehr viel schwieriger vorgestellt. So, ich weiß, was dein Ding ist. Was au, ah, du machst dicke Schaden. Jetzt muss ich kontern, weil du die ganze Zeit diese blöde Kreisel um mich herum ist. Oh Gott, los geht's. Ja, das ist schon wieder so ein dämlicher Boss. Kommt irgendwas, sonst kommen auf mich zu. Das ist immer blöd an diesen Gegnern, die ja genau wie diese komischen Seepferdchen nichts machen außer auf einen zugekreiselt kommen. Kommen irgendwie nie auf einen zu, damit man die kontern kann.
So, wirksam, ich habe aber keine Magie, ne? Alles in Wird's bald? So, ja, alles was ich hier machen kann, ist kontern. Das ist ja blöde, ja, nehmen teil. Also weil ich nah genug an das Viecher rangehe. Na, jetzt hat er mal weggepackt. Ja, wieder die Klingen ausgepackt. Oh, was? Was hatten jetzt schon wieder? Was machen wir mal den hier? Oh ja, der Angriff bringt. Das war kein Schockding, sehe ich gerade. So, ich gehe auch nochmal sicher, bitte. Warum schaltest du halt immer wieder ein? Ey? Warum brauche ich da nicht? Ich hoffe, lässt nicht schon wieder. Ah nein, da ist wieder dieser krasse Angriff, genau. Weiß nicht, warum der 5000 Schaden macht, der ist auch voll übertrieben. Was? Oh, komm schon, was war das denn für ein Kack? Hallo? Okay. Dagegen machen wir folgendes. Ich gebe jetzt Cloud einfach Blitz. Und ich mache das jetzt offscreen einfach. Weil, ja. Wir haben das so gut wie geschafft. Ihr könnt euch jetzt denken, dass ich das schaffen werde. Also, war ja jetzt Bullshit am Ende. Ja, dann bediene ich den einfach hier mit Blitzzauber. Ich glaube, das wird es wahrscheinlich bringen. Ne, gut. Den sag ich Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge sehen wir uns jetzt hier mit diesen Dingern hier. Ich hoffe, die werden jetzt auch nicht so schwierig sein. Und das ist jetzt nicht so sonderlich schwer, finde ich. Gut, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar und so. Und tschüss.